Machen wir mal Vampire Survivors an. Fangen wir das mal ganz kurz hier rüber. Hol mir mal kurz meinen Controller, weil dann spiele ich lieber mit dem Controller. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Live-Scene. Das tauschen wir. Das tauschen wir gegen den und den. Perfekt. Genau. Ja, wie gesagt, Mira, ja, das Spiel ist wirklich an manchen Stellen echt stressig. So, aktuell haben wir noch nicht alles freigeschaltet bei Vampire Survivors. Ist jetzt auch quasi vom Kanal so ein bisschen weg. Jetzt ist es eher so mehr Stream als für den Kanal. Ja, hier haben wir ein paar Power-Ups, die haben wir schon fleißig gefüllt. Leider fehlt mir uns immer noch so genug Money für, dass ich alles skillen könnte. Aber ich habe schon 100 Dinger unlocked. Okay, 5 fehlen mir noch. Gerne nutze ich das natürlich immer aus, damit ich hier die Unlocks mal mache. Ah, die Bone Zone 30 Minuten ist heavy. Mongolo ist nur leider 15 Minuten. Ich glaube, heute machen wir uns mal den Spaß, Level 100 zu erreichen mit entweder Bianca oder Osole Mio. Ihr dürft euch einmal aussuchen, von wegen, was wollen wir haben? Soll ich das Ganze mal mit Bianca machen oder mit Osole Mio? Bianca Ramba? Rambazamba auch genannt. Oder oh, Sole mio. Nee, 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 nee. Habe ich überhaupt alle? Weil da haben wir Rambazamba und oh, Sole mio. Mit beiden habe ich noch nicht alles gespielt. Kann ja sein, dass ihr sagt hier, ihr habt Bock, so und so zu sehen. Ansonsten würde ich mal testweise, weil ich gestern Ramba gezockt habe, würde ich Bianca Ramba nochmal zocken, weil es war super ärgerlich, finde ich persönlich, dass wir da die falsche Map ausgewählt haben. So, und welche Map nehmen wir? Nehmen wir Mad Forest, Inlaid Library oder Diary Plant oder The Gallow Tower? Ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen Just for Fun. Mad Forest, Stage 1. Wo ist mein Cursor? Da. Genau. Und zu dem Game gibt es natürlich auch immer ein paar Kleinigkeiten. Ich habe schon ein paar Karten freigeschaltet und so weiter und so fort. Ja, aber jeder, der das Spiel kennt, müsste das ja eigentlich soweit kennen. Im Prinzip ist das Spielprinzip ziemlich einfach. Wir sind hier dieser wunderbare Gegner. Oder beziehungsweise wir sind hier der Typ, der anscheinend irgendwie Einkaufswagen hier hin und her schieben kann. Und es kommen immer Wellen von Gegnern an. Und man kriegt halt so XP, Power-Ups, so wie hier jetzt. Und man kann sich dann eben halt weiter was aussuchen. Es gibt so die Möglichkeit, entweder weiter Waffen auszusuchen. Oder, wie wir hier auf der linken Seite sehen, also quasi über mir hier, gibt es auch die Möglichkeit, Abilities zu holen. Also zu besorgen. Ne? So wie irgendwie Might, also Stärke und allem drum und dran. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, worauf haben wir Bock? Irgendwie gefallen mir alle nicht. Ja, deswegen sage ich mal, wir bannen mal ein Ding. Was ich irgendwie gar nicht mag, ist Lightning Ring. Da wäre ich fast gestorben. Weil Lightning Ring ist immer super schwierig. Ja. Der Anfang ist natürlich immer easy. Ja. Man hat immer so die erste Welle. Garlic ist so ein Favorite von mir beispielsweise, also hier Knoblauch. Weil wenn du Garlic ab einer gewissen Levelstufe hast, es ist super easy. Da kannst du einfach stehen bleiben und passiert einfach mal nichts. Ja, ähnlich hast du es eben halt auch bei anderen Waffen und Abilities. Ja, es gibt sowas wie Bible, die dich dann um dich herumfliegen und so den ganzen Kram. Das ist sowas wie Axt. Hier gibt es übrigens auch so einen Käufer. Ja, da kann man sich Sachen kaufen. Für die Coins, die man hier so bekommt. Genau, wir gehen jetzt hier nämlich zum Beispiel auch mal mit der Axt. Mal ein bisschen Damage noch machen, weil bald kommen jetzt nämlich die nächsten Gegnerwellen. Und oben seht ihr da, oben in der Mitte, ist hier die Uhrzeit und hier blau umrandet ist zum Beispiel so ein Endboss. Und bei der Uhrzeit ist es so, bis 30 Minuten kommen Gegner in verschiedenen Wellen und Formen hier an. Und nach den 30 Minuten sind alle Gegner weg und dann kommt der Endboss. Und den Endboss kann man quasi eigentlich. Ja, man kann ihn besiegen, aber dann spawnt er eh wieder neu. Also du stirbst im Regelfall eigentlich nach diesen 30 Minuten.
Zumindest so ist es vorgesehen vom Spiel. Gibt Leute, die haben das echt schon geknackt, irgendwie auf 35 Minuten oder so? Respekt dafür. Gibt da irgendwie Möglichkeiten, Mittel und Wege? Aber, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Nein, machen wir jetzt hier. Und natürlich gibt es dann hier auch immer so Kleinigkeiten, wo du halt dann irgendwie Leben aufdüllen kannst. Bis auf in der einen Map. Deswegen, die kann ich aktuell, also... Die muss ich auch nochmal spielen. Ich glaube, das mache ich mal vielleicht so am Freitag oder so, zum Schluss. Hier gibt es die Bone Zone. Und die Bone Zone hat die krasse Eigenschaft, dass du hast hier unten zum Beispiel so ein Feuer. Und da habe ich jetzt quasi gerade Leben wiederherstellen können. Und bei der Bone Zone hast du auch solche Feuer. Nur, findest du da nur Coins. Nichts weiter. Nur Coins. Es gibt kein Leben, kein Nichts. Also du kannst dich nicht wieder hochleveln vom Leben her. Außer natürlich mit deinen Abilities, die du dir irgendwie hier zurechtsuchen kannst. Da würde es schon funktionieren. Aber warum habe ich den jetzt cross genommen? Das war jetzt eigentlich richtig dumm. Ich hätte jetzt eigentlich diesen Einkaufswagen hier einfach noch ein bisschen aufmöppeln müssen. Hier so, Ihmchen hier. Weil jetzt kommen hier schon mal die ersten Wellen. Und wir müssen ja auch, oben rechts seht ihr ja auch mal das Level. Also jetzt gerade nicht, aber gleich. Bin ich jetzt zum Beispiel aktuell gleich bei Level 9. So, wir wollen versuchen, in dem jetzigen Run, in 30 Minuten, so viel XP zu generieren, dass wir Level 100 schaffen. Damit wir das Achievement unlocken können. Und dann sind wir nämlich schon bei 101. So, und Ziel ist natürlich, dass ich alles soweit freischalte oder unlocke. Und, es gibt hier auch Sachen, Abilities. Wie heißt denn Ability? Sag mir mal ganz kurz Ability auf von Englisch auf Deutsch. Eigenschaften? Also hier so wie Pomerola. Pomerola ist dafür da, dass du, steht da drunter, Character recovers 0,2 HP jede Sekunde. So. Und sowas gibt's auch für XP, was du mehr XP generierst. Das ist die Krone. So, und auf die haben wir es natürlich abgesehen, ja, weil umso mehr XP wir natürlich dann bekommen, umso schneller leveln wir auf, umso schneller kommen wir an Level 100, umso geiler wird's. Ja. Und die Crown, die es in dem Teil gibt, die kommt immer recht spät erst bei den Auswahlfenstern. Ja. Das ist manchmal tricky. Tricky, tricky, tricky. Wie gesagt, Garlic nehme ich gerne, also Knoblauch, weil du hast eben halt so eine Base Area um dich rum, wo du dann eben halt so ein bisschen geschützter bist. Extract Orb nehme ich dafür, da brauche ich mich nicht mehr so viel bewegen und es zieht sich, die XP ziehen sich schneller, mein Charakter zieht die schneller eben halt ran. Aber wir nehmen jetzt erstmal Garlic zur Verteidigung, weil Garlic hat auch nochmal den Vorteil, dass er diesen Knockback hat, also diesen Rückstoß. Ja? Das ist super viel Englisch, was ich hier gerade irgendwie nebenbei so erzähle. Knockback, Abilities. Dass mir auch die deutschen Wörter dazu nicht mehr einfallen, ist ganz schlimm teilweise. Gerade im Internet ist es wirklich schlimm. Geworden wie dieses Deutsch-Englisch-Jenglisch. Krass. Fähigkeit würde ich sagen. Ja, Fähigkeiten, genau. Danke. Fähigkeiten, das war das Wort, was ich auch gesucht habe sogar. Ja, das sind denn Fähigkeiten, die du dann eben halt bekommst, ne? Also. Ja, Fähigkeiten, wirklich. Kennt ihr das auch, wenn ihr so Wörter einfach habt, die ihr eigentlich wisst, euch auf der Zunge liegen, aber ihr kommt partout nicht drauf? Das ist so schlimm bei mir manchmal. Wirklich schlimm. Ist auch allgemein so, dass ich super viel erzähle und gar nicht weiß, wie ich den Satz am dümmsten dann aufbaue. Also mir jetzt auch gerade zum Beispiel, ich erzähle mal super viel. Aber nachher ergibt der Satz gar keinen Sinn, weil ich einfach dazwischen irgendwie so abgelenkt bin und so fokussiert bin. Bei zwei Sachen gleichzeitig, ne? Sind wir mal ehrlich, ich bin ein Mann. Und so Multitasking bin ich nicht ganz dabei. Kann zwar viel labern, aber dennoch bin ich ja irgendwo konzentriert auf das Game. Zumindest versuche ich das. Und irgendwie auch mit euch zu interagieren, ja? Also ich habe hier auf dem zweiten Bildschirm, habe ich ja euch dann im Chat. Deswegen Fähigkeiten, Mira, danke für den Hinweis. Wie gesagt, das war auch das Wort, was ich gesucht habe. Aber es ist natürlich echt eine Menge, also, ne? Aufnehmen ist das eine, streamen das andere, beides parallel, plus halt noch ganz viel labern und irgendwie das Ganze versuchen, ein bisschen witzig zu gestalten.
fällt mir denn doch aktuell noch schwer. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man immer so schön. Nee. Wir werden uns so Stück für Stück rantasten. Solange ihr da geduldig seid und auch lieb und nett zu mir seid, bin ich mittendrin statt mit dabei. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwie kriege ich die Crown nicht. Also hier, ne, damit ich schneller level. Wir müssen einmal hier kurz raus. Ging aber auch sofort XP. HP. Ja, und jetzt kommt natürlich diese Phase von diesen Viechern. Also die Phase, die kenne ich ja auch leider schon ein bisschen. Die Viecher sind echt teilweise zäh. Also hier, er hier auch. Der ist auch richtig zäh. Das Ding irgendwie fertig zu kriegen, aber ja, das Spiel ist wirklich, wirklich nice. Also mir ist das Spiel aufgefallen bei Bonjour. Ich habe das gesehen bei Matteo, wo er das eine Zeit lang jetzt gestreamt hat. Der sucht ja auch immer noch so Alternativ-Games, die ähnlich aufgebaut sind. Mit so diesen Gegnerwellen und mit diesen Fähigkeiten und Waffen, die du eben halt dann aufleveln kannst. Ist ganz witzig, weil du kannst echt eine Menge freischalten. Und im Prinzip selber musst du halt einfach nur so ein bisschen Movement-Skills haben. Ja, ab und zu hast du dann so Endbosse, die eben halt so eine Truhen eben halt fallen lassen und wenn du die dann eben halt aufpackst. Manchmal gibt es auch Special-Truhen, ja, da hast du dann mehrere Sachen, die du dann rausfindest. Und jetzt kriege ich eben halt hier nochmal ein Level-Up auf die Axt. Und wenn du halt alles hast von der Axt, als Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Axt bleiben, ja, wir sehen jetzt hier zum Beispiel hier oben, also direkt über mir, ganz oben siehst du eben halt das, was ich rausgesucht habe. Ja, also das Rädchen, Garlic, also hier Knoblauch, Axt und Cross. Und darunter siehst du eben halt, wie weit, welche Levelstufe ich habe. Und ich glaube, so fast jedes Ding, was irgendwie Schaden macht, hat 8 Level. Und nach den 8 Level gibt es noch eine Special-Waffe. Die kannst du aber nur hochpumpen in dem Spiel, wenn du die Fähigkeit auch dazu hast. Also jede Sache, also zum Beispiel die Axt, braucht unbedingt die unten links den Kerzenständer unbedingt. Wenn ich den Kerzenständer habe und die Axt habe ich voll maximiert, dann nennt sich das evolvig, also dann kommt die letzte Stufe von der Axt nach oben und dann geht's richtig ab. Weil dann, Freunde, sage ich euch, dann geht das aber richtig ab die Wiese. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch. Ihr seht das denn zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Center Water beispielsweise, die Evolution ist a Track Orb, also a Track Orb ist ja bei mir das zweite unten von den Fähigkeiten. Und damit könnte ich dann die Evolution quasi rausdüdeln. Aber Center Water ist, bin ich ehrlich, ist nicht so ganz nice. Ja, also bringt mich jetzt da nicht so weiter. Also ich finde zum Beispiel Bibel und Garlic finde ich ganz geil. Die Axt ist eigentlich auch ganz cool. Was gibt's denn noch so für Waffen? Das Cross, das habe ich ja auch, genau. Das Cross ist auch ganz geil. Room Tracer, das sind dann irgendwelche Kleinigkeiten, die dann halt im Bildschirm sind, so die, ja, wie so eine Art Laser sind, sag ich jetzt mal. Und ja, die Gegner dann eben halt mit Damage versorgen. Und umso besser du natürlich die Waffen dann nachher aufstatzt, umso effektiver bist du dann. Aber ich würde trotzdem liebend gerne. Ah ja, ja, jetzt kriege ich ein bisschen viel Schaden. Ich würde echt gerne die Crown langsam haben. Und ich krieg die nicht, ey. Das ist schlimm. Und ich kriege hier gerade nur Damage. Le Damage. Wenn nicht alle Gegner sind gleich einfach. Ah, warte. Ja, okay. Cool. Das sieht die ganz viel XP. Oh, das war nicht gut. A Track Orb, okay. Ich brauche erstmal gleich Heilung. Ja, perfekt. Ich habe übrigens auch so eine Fähigkeit, dass wenn ich Heilung einsammle, dass die Gegner in meinem Umfeld Schaden bekommen. Ja, seht ihr ja hier, jedes Mal, wenn ich das irgendwie einsammle, dann ist richtig Rambazamba. So, und die Viecher kann ich jetzt natürlich richtig geil wegklatschen. Weil jetzt habe ich sowas aufgenommen, womit ich Feuer spucke. Ist auch cool. Das hilft natürlich gerade bei Gegnern, die ich jetzt in der Phase noch nicht so wegmache, wie ich eigentlich gehofft habe, sie wegzumachen. Ja, es muss ich jetzt ein bisschen haushalten, wie ich das jetzt hier irgendwie hinkriege. Weil manche Gegnertypen lassen sich hier, wie zum Beispiel hier die dunkel in rot angezogene, ja, die kann ich hier mit meinem Garlic komplett wegbursten. Aber die anderen,
No way. Die anderen brauchen ein bisschen mehr. Brauchen ein bisschen mehr Damage. Ja, und die Farben der verschiedenen Orbs, sag ich jetzt mal, die ja die Gegner dann so die Typen fallen lassen. Es gibt ja so die blauen, wie ihr seht. Dann gibt es so hellgrüne und rote. Die roten sind die besten. Ja, da versteckt sich am meisten XP dahinter. Die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Und das ist natürlich, das ist schon ein nices Game. Wie gesagt, also ist eben halt immer so für einen kurzen, für 30 Minuten ist eigentlich mal ein ganz cooles Game. Geht halt 30 Minuten. So, und wenn du eben halt eine andere Map nimmst, die nur 15 Minuten geht, geht eben halt nur 15 Minuten. Lösen sich die Fähigkeiten von selbst aus? Ja, also die Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel bei Pomerola, ist ja so, dass du alle jede Sekunde 0,2 Dings machst, also 0,2 Health wiederherstellst. Es gibt aber auch noch andere Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Candle Labrador, da müsste ich gleich nochmal gucken. Der Track Orb, der zieht eigentlich dauerhaft. Und das andere, was ich habe, ist noch Luck, also Glück. So, und auf der Map seht ihr ja auch, sind verschiedene Sachen sogar noch verteilt, die ich sogar noch einsammeln könnte. Aber die sind, die Bewegung auf der Map ist wirklich... Da bist du eine Weile unterwegs, bis du da ankommst. Aber das ist schon krass. Ja, hallo? Geht's weiter? Danke. So. Cool sind auch sowas wie Duplicator, ne? Duplicator ist auch geil, weil der dupliziert einfach mal alles, was Waffen hat. Ja, also wenn ich jetzt hier, eine Axt habe, also er dupliziert immer von der Grundgeschichte die Sachen. Also du hast ja am Anfang hast du ja nur eine Axt. Das heißt, wenn du einen Duplicator hast, bekommst du zwei Äxte. So, dann kannst du die nochmal erweitern, den Duplicator. Also den kannst du maximal auf zwei Dinger upgraden. Und dann bekommst du einen weiteren Wurfgegenstand, sag ich jetzt mal. So, am Ende kannst du ihn halt nur zweimal akklimatisieren und dann ist alles gut. So, und siehst du hier, Candle Labrador zum Beispiel, All Base Area up zu 10%, also, ne, Base Area. Sprich, wenn ich jetzt so Schaden mache, mit Garlic und allem drum und dran, wird eben halt um 10% gesteigert. So, und deswegen nehmen wir das natürlich, weil jetzt sind wir nämlich bei einem Gegnertypen angekommen, den ich gar nicht leiden kann, und zwar diese riesen, Vampire, sag ich jetzt mal. Das sind ja keine Vampire, Fledermäuse, meine Güte. Heute ist auch mein Deutsch ist heute echt nicht das Beste. Die Fledermäuse, die sind zum Beispiel auch so ein Gegnertyp. Wenn du da noch nicht an einem gewissen Punkt bist von den Leveln, echt schwierig zu managen. Also da musst du echt viel mit Movement machen, indem du dann versuchst irgendwie, also ich zeig's mal kurz hier so, du versuchst halt Kreise zu laufen. So, damit du halt, jetzt bin ich zum Beispiel auch gut eingesperrt. Okay, jetzt habe ich hier was gefunden. Oder Gegner einfrieren. So, jetzt gibt es nochmal eine Runde Garlic dazu. Dann sind wir bei Level 5. Und hier oben siehst du, der über mir hier, die, ja, die Gottesanbeterin, ist zum Beispiel ein Boss. Und die lassen immer so eine Kisten fallen. Und die Kisten brauchst du nachher für die Evolution. Ja, also wenn du nachher eben halt, du kannst quasi alle Kisten liegen lassen im Prinzip, wenn du willst. Und gehst jetzt hier einfach nur, bis du auf Level 8 von irgendeinem Ding bist, wo du auch die Fähigkeit dazu hast, die du jetzt schon gelernt hast, und kannst dann mit der Kiste quasi die Evolution starten. Bei Evolution bekommst du nur durch Boss-Kisten. Die kannst du nicht so einfach so ableveln. Aber zu deiner eigentlichen Frage, ja, die Fähigkeiten lösen selbstständig aus. Ich weiß, hier war gerade sehr viel Info. Aber ja. So, okay. Und die Gegner-Truppen, die mag ich ja. Jetzt haben wir endlich unten die Krone. Siehst du, also hier haben wir die Crown. Der Charakter gains 8% more experience. Also wir mit jedem Orb, den wir einsammeln, zu der eigentlichen Erfahrung kriegen wir nochmal 8% obendrauf. So, und das Ding, glaube ich, kannst du auch bis Level... Level 5 oder 8 hochleveln. Also nur so, dass du dann richtig schnell Experience bekommst. Erfahrungspunkte. Meine Güte, Experience, Erfahrungspunkte. Es ist wirklich, ey. Es ist, manchmal ist es ganz schlimm. So, was nehmen wir denn als nächstes? Laurel? Also Laurel Shields from a, also mit Laurel kriege ich halt so ein, ja, seht ihr jetzt, bei mir, meinem Charakter habe ich jetzt so einen Umkreis und kann einmal gehittet werden, ohne
aktuell, ohne dass ich davon Schaden nehme. So, wir versuchen jetzt mal einen Evolved hinzukriegen auf die Schnelle. Indem wir jetzt die Axt versuchen fertig zu kriegen. Wir nehmen nochmal Spinat mit und ich sehe gerade, Crone geht nur bis zu 5. Spinat ist übrigens immer geil, weil die komplette Damage von jeder Waffe wird erhöht. Voll geil. So. Duplicator, da ist er zum Beispiel. Das, was ich vorhin meinte, weil dadurch generieren wir jetzt gleich wieder ein paar mehr... mehr Projektile. So, jetzt kann ich hier eigentlich zum Beispiel komplett overpaced durch alles durchrennen, was ich will. Das ist voll krass. Es gibt gewisse Gegnertypen, da kannst du jetzt hier richtig XP farmen. Aber ich würde jetzt liebend gerne langsam mal einen Dings haben wollen. Und dann kommen die Wölfe, genau. Und die Wölfe... Ja, die Wölfe sind ein bisschen widerstandsfähiger. Die Werwölfe. Die Geister nicht. Die Geister gehen auch immer noch gut ab. Aber die Wölfe sind zum Beispiel, wenn da der Schwarm ankommt und du hast halt noch nicht alles. Ja, ich brauche noch einmal Axt. Einmal Axt, dann könnte ich die Axt evolven. Ich krieg sie natürlich nicht. Ich krieg sie nicht. Ich habe jetzt da oben zwei Kisten. Okay, komm, wir können ja mal das Risiko eingehen. Nehmen mal Kiste 1 auf. Weil vielleicht befindet sich ja da die Axt. Nee, ich kann eine weitere Karte aussuchen. So, die Karten ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber am Anfang hast du die eh nicht, deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel auf die Karten jetzt eingehen. Wir nehmen einfach mal Tiramisu, weil dann haben wir wieder Belebungsding. So. So, die Bibel ist zum Beispiel auch nice. Ja, komm, wir nehmen einmal die Bibel. Weil die Bibel ist auch nice to have. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass ich, glaube ich, jetzt gleich am Anfang... Boah, ich habe sogar gleich 4 Bibeln. Hab ich den Duplicator schon fertig? Das wäre krass, wenn ich jetzt schon von Anfang an 4 Bibeln hätte. Also, ey, gut, ich freue mich. Aber ich bräuchte unbedingt ein bisschen mehr... Ich würde gerne... Jetzt geht's nämlich los. Das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt kann es mir passieren, dass ich wegrennen muss. In irgendeine Richtung. Crone. Garlic hätte ich jetzt, glaube ich, nicht nehmen können, weil ich glaube, ich habe die Fähigkeit von Garlic nicht mit eingesammelt, die ich benötige dafür. Um Garlic zu evolven. Aber ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, was Garlic ganz genau war, was ich dafür brauchte. Also für den Evolve. Mal kurz. Ja, jetzt krieg ich wieder Krone. Schubbelidu, gib mir doch mal bitte eine Axt. Ich würde gerne, weil ich kann die Axt evolven. Endlich, sie haben mich gehört. Eigentlich wäre ich jetzt normalerweise auf Dings gegangen, auf Krone. Aber ich will euch mal kurz zeigen, wie das mit der Axt aussieht. Jetzt haben wir zum Beispiel die Axt, das ist jetzt das Zeichen hier. Evolved Axe. Pass through enemies, requires Candelabrador. Also benötigte eben halt für den Evolve dieses Candelabrador. Also sprich hier die. Wer ist denn das? Den, Kerzenstift. Meine Güte. So. Genau, jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen Garlic hier mit. Und wie ihr seht, ihr, ne, die Äxte, die fliegen einfach nur so weg. Und das ist gut, jetzt kann ich nämlich ganz in Ruhe hier wirklich komplett durchstraven. Und einfach XP holen. XP, 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 weil wir sind gleich bei Minute 15 angekommen. Und haben leider noch nicht Level 50 erreicht. Weil das ist immer so ein klar, man rechnet, man skaliert so ein bisschen hoch, guckt eben halt, okay. 15. Minute, wie weit bin ich? Bin ich schon bei Level 100? Bin ich schon bei Level 50? So rum? 15. Minute bei Level 50, genau, so rum war das. Und das sieht nicht gut aus. Bin ich ehrlich? Wir sind ein bisschen lahmarschig unterwegs, was das angeht. Aber vielleicht kriegen wir ja gleich nochmal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ah, hier hinten liegen noch ein paar Orbs rum. Sehr gut. So, jetzt erstmal hier ein bisschen Feuer spucken. Machen wir erstmal Bio. So, hier hinten kann man auch so ein Orb einsammeln.
Und mit diesem Orb, den du dann einsammelst, nimmt er oder holt er, sammelt er alle Orbs, die es so auf der Map verteilt gibt. Und du kannst dadurch einen richtigen schönen Boost bekommen. Was viele eben halt auch machen, ist eben halt diesen Orb liegen lassen erstmal. Sich ungefähr merken, wo der ist. Und erstmal XP quasi generieren. Um dann nachher mit einem Schlag quasi richtig böse Level zu steigen. Aber wir sind jetzt zum Beispiel Level 45. Es könnte eine knappe Nummer werden, bin ich ehrlich. Es könnte eine knappe Nummer werden, dass wir wirklich Level 100 kriegen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich sogar, dass wir eventuell nicht Level 100 schaffen. Das kann uns echt passieren. Was natürlich traurig wäre, weil ich würde schon gerne Level 100 werden. Ich würde nämlich gerne so Stück für Stück die Attribute, die Collectibles quasi fertig kriegen. Und ja, dazu muss ich mindestens jeden Charakter einmal auf Level 100 gebracht haben. Und es gibt anscheinend noch zwei Charaktere, die ich noch nicht gespielt habe. Zumindest noch nicht auf Level 100 gespielt habe. Weil ich entweder mich zu blöd angestellt habe oder, wie gestern, ich die falsche Map ausgewählt habe. Ja. Aber wir gucken mal, wir können ja mal gucken, was haben wir jetzt hier noch in der Kiste? Wieder ein bisschen Luck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Nimm mal ein bisschen Laurel, weil ich glaube, die Bibel können wir nämlich auch nicht evolven. Weil dazu fehlt mir der Spellbinder oder so, nennt sich der, glaube ich, für die Bibel. Ja, ich glaube, wir können jetzt auch, glaube ich, aktuell gar nichts mehr evolven. Glaube ich. Selbst Cross, glaube ich, können wir Cross evolven. Cross bräuchte auch irgendwas ganz Spezielles wieder. Ah. Ja, es wird auf jeden Fall. Wird nicht leicht. Sagen wir mal so. Es wird nicht leicht. So, wir nehmen jetzt hier nochmal. Ja, eine Bibel einfach vorsichtshalber. Dann lassen wir nochmal den Dings da doch weg. Weil vielleicht können wir ja doch irgendwas noch evolven. Hey, was habe ich denn alles? Labrador ist für die Axt. Drone ist für das. Luck. Wofür war Luck nochmal? Aber ich müsste die, Dings müsste ich gut hinkriegen. Die, das Cross. Das Cross dürfte doch Attract-Off sein. Oder? Ah ne, Attract-Off war ja Santa Water. Spinat war das. Was war denn Luck dann? Ja, jetzt generiere ich leider wenig XP. Weil die Gegner kommen eben halt zu wenig. Und lassen leider auch sehr wenig XP liegen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ah, schade. Ja, das, wie gesagt, das könnte echt, also ab 20 Minuten sollten wir bei über 66% liegen, vom Level her. Aber dazu muss ich ja auch erstmal ein bisschen XP generieren hier und irgendwie kommt hier nichts mehr zustande. Ah, jetzt kommen wieder ein paar Gegner, jawoll. Ja, aber man muss auch dazu sagen, der Anfang ist echt schwieriger, wenn du die ganzen Sachen, die ich gerade mal kurz gezeigt hatte, diese Power-Ups, wenn du die nicht freischaltest, dann schaffst du 30 Minuten schwierig. Aber mal so. Ist nicht, also unmöglich ist es nicht. Es ist einfach nur sehr, sehr schwierig. Mein erfahrener Spieler oder erfahrene Spieler, die jetzt das Spiel schon, ich sag jetzt mal, ein bisschen länger kennen, glaube ich, die kriegen das locker hin. Ich selbst, glaube ich, bezweifle es, dass ich das hinbekomme. So ehrlich bin ich. Aber das wird natürlich dann später mal eine Herausforderung werden irgendwann. Gott, was habe ich denn jetzt hier? Ach ja, Goldfieber. Ja, das wird eh wieder nichts. Weil bei Goldfieber, das krieg ich noch nicht gerafft. Das ralle ich selber noch nicht, wie das funktioniert. So, das Gute ist, ich habe auch einmal Tiramisu eingesammelt. Tiramisu, ist quasi dafür da, dass ich, wenn ich sterben sollte, nochmal respawnen kann. Also ein Backup. Okay. So.
Ja, und hier könnte man auch ein paar Herausforderungen machen, ja? Wie zum Beispiel, dass man jetzt die Sachen, die ich jetzt da freigeschaltet habe, diese Power-Ups, die könnte man zum Beispiel auch weglassen komplett und sagen so von wegen, hey, mach mal einen Versuch hier, wie weit du kommst, ohne Power-Ups. Oder halt, es gibt auch Power-Ups, die negativ sind, die die Gegner stärker machen, dass man die eben halt komplett equipped mit Max-Level, aber man selber halt kein Power-Up hat. Das wäre auch ganz krass. Ja. Wie gesagt, Matteo von Bonjour hat ja auch schon einige Sachen da gemacht. Und auch einige Challenges schon mal ausgerufen. Kriege ich jetzt die Bibel? Nee, kriege ich nicht. Schade. Nee, bei Bibel fehlt mir auch der Spellfight. Na, ist ja Blödsinn. Vorher das für das Cross. Genau, der hat ja schon mal ein paar Herausforderungen da schon mal gemacht. Problem ist, er selbst, muss man ja wirklich sagen, ist echt ein guter Gamer, was das angeht. Zumindest bei Vampire Survivors. Da ist der, muss man sagen, Hut ab, da ist er ein good Gamer. Das kann der irgendwie. Ich glaube, ich sterbe hier gleich, wenn es so weitergeht. Leco mio, ey, was ist denn hier auf einmal los? War ich jetzt zu wenig Damage? Oh, das geht. Ich probiere noch mal ein bisschen mit dem Cross zu spielen. In der Hoffnung, dass wir das Cross denn evolven können. Mit dem Gegnertypen, den wir hier unten noch haben. So, Spinat, wir versuchen mal noch mal ein bisschen mehr Damage zu machen. Weil das habe ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ignoriert, leider Gottes. So, Cross. So, das nächste Ding müsste, also hier der Boss. Den werden wir jetzt mal ein bisschen fokussieren. Der hier. Der große. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir den hier ganz schnell wegbüddeln, damit wir das Cross evolven können. Spinat. So, sehr gut. Da ist die Kiste und jetzt dürfte eigentlich ein Evolved für, genau, für das Cross rauskommen. Yeah, und jetzt werden mit Schwertern geschwungen wird. Zing, zing, zing. Okay, warte mal, wir gehen hier mal ein bisschen weiter. Okay, cool. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Luck. Luck ist auch immer gut. Versuchen wir jetzt mal so viel wie möglich Damage zu machen, wie möglich ist. Jo, sieht doch gut aus. Holen wir uns noch mal ein bisschen Leben dazu. Ja, und die Pflanzen, die bringen leider nicht immer so viel Erfahrungspunkte. Und ich sehe es kommen, dass wir nach 30 Minuten nicht Level 100 schaffen. Muss ich leider wirklich ernsthaft gestehen, glaube ich nicht dran, dass das machbar ist. Weil wir dazu viel zu langsam leveln. Wir sind Level 63 oder werden gleich Level 63. Ich generiere aber keine XPs mehr. Na, hier oben haben wir noch ein bisschen was rumliegen. Okay, cool. Nehmen wir dann noch mit. Nochmal Spinat. Und am Ende, wenn du nachher nichts mehr aufstocken kannst, damit du es schon mal auch gehört hast, oder ihr wisst, am Ende kannst du dann nur noch entweder Geld aufstocken, leveltechnisch, oder du kannst Leben generieren. So. Jetzt können wir nochmal eine Karte wählen. Ich glaube jetzt nämlich auch von den Karten her, Listed Weapon Protect Against up to 3 Bounces Mount Pace Through Enemies Walls. Genau, perfekt, das nehmen wir nicht. Das heißt jetzt nämlich, dass wir hier, dass die Axt und sowas alles, also nicht alles, aber das, was unten aufgelistet war halt, aber die Axt gehört dazu, genauso wie das Schwert, dass die abprallen von den Außenwänden und auch von den Gegnern und viel mehr in der Umgebung ist. Schaut euch mal an, wie viel hier ist. Also wie viel von diesen Dingern da hier gerade rumschwirren. So, Laurel ist auch ganz cool, weil umso länger kann ich dann zum Beispiel in solchen Dingern da drin stehen. Genau, und jetzt können wir zum Beispiel nur noch Coins kriegen. So, was mich dann eben halt immer freut, ist, wenn ich dann eben halt jetzt wirklich alles voll habe, ist immer wild irgendwo reinrennen. So viel XP wie möglich generieren, also da, wo wirklich die Horden sind.
Weil selbst wenn wir sterben, wir haben mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Revival. Haben wir sogar drei Stück. Plus drei. Ja, und daher, einfach YOLO! Rein da! Ja, nicht, dass es dann nachher heißt hier. Wow, das war jetzt aber gerade leise. Bleib mal ganz kurz stehen. Ich ändere mal ganz kurz was ab, weil das ist auch so ein Vorteil, wenn du dann irgendwann alles evolved hast, kannst du auch eine New Movement Challenge rausmachen. So. Ja, jetzt kann ich nämlich sagen. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Genau. Wir haben nämlich gar nichts gemacht. Gar nichts. So. Da hinten ist noch eine Kiste. Jetzt würde ich zum Beispiel auch liebend gerne so einen Attract Orb einfach finden. Weil wenn du den findest, dann sammelt er ja quasi die ganzen Sachen ein von der ganzen Map. Quasi. Genau, den da wollte ich suchen. Ja, das war aber jetzt gerade nicht so toll. Bin ich ehrlich? Ja, das ging schon mal besser. Ja, das Problem ist jetzt wirklich, ich generiere kaum Level. Wir sind gerade mal Level 71 oder so. Was auch manchmal hilft, ist eben halt, aber dazu muss man das Spiel auch ein bisschen kennen, dass man erstmal hier runter geht. Also quasi die XP, die da oben sind, einfach mal liegen lässt. Weil nachher, zumindest so heißt es, sammeln sich die XPs da oben und werden zu einem roten Orb. Und mit diesem roten Orb selber sollst du dann irgendwie, weiß ich nicht, teilweise 20, 30 Levels absteigen können. Absteigen, genau. Absteigen wäre auch krass. Wenn du so ein Level verlierst, einfach. Das wäre eigentlich auch mal zum Beispiel noch so ein nicer Move. Dass wenn du stirbst einfach und du hast nur die Wahl, dass du einfach irgendwie 10 Level verlierst. Ja, und auch die dazugehörigen Stats von den Waffen, ne? Also, dass die höchsten ausgedünnten Waffen halt dann auch die Dinger da verlieren, so Stück für Stück. Natürlich so ein bisschen balanced, kann man ja auch nicht vergessen. Oder, dass man es einschalten könnte, das wäre auch geil. Einfach so ein aus. So, dass du einfach dir selbst so eine Herausforderung hast. Das wäre eigentlich auch ganz gut. So, aber ich sehe es echt kommen, dass wir leider die Level 100, ich hätte es euch gerne gezeigt, also ich hätte es auch gerne mir selbst gewünscht, einfach, dass wir heute Level 100 hier schaffen. Damit wir zum Beispiel für den morgigen Stream einfach dann, Oh Sole Mio nehmen können, um, den auf Max zu kriegen. Aber ich muss wirklich sagen, es ist hier schwieriger als gedacht mit dem Charakter. Weil mit dem Bild selber bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also das, was ich jetzt hier so rausgebastelt habe. Klar, ich habe jetzt nicht wirklich darauf geachtet, dass alles evolved ist. Ja, okay. Ich habe zwei Sachen evolved. Aber dennoch soll es doch möglich sein, Level 100 zu bekommen. Ich bin jetzt Level 76. Oder werde gleich Level 76. Alt gemäßt. Wir gucken mal jetzt mal ein bisschen weiter nach oben, ob wir jetzt hier noch was finden an Orbs, weil wir haben ja, wir sind ja, sind wir nicht hier lang gelaufen? Ja, und dann kommt es noch dazu, Orientierung. So, hier ist auf jeden Fall was zu essen. So, das ist auch ganz geil, weil dadurch generiere ich jetzt richtig schön XP. Zumindest alles wird getötet, was auf der Karte zu sehen war. Also, auf dem Bildschirm in dem Fall. Bitte kommt, meine Freunde, bitte kommt. Kommt bitte vorbei und lasst eure Erfahrungspunkte einfach hier. Bitte, bitte, bitte. So, ich muss mal ganz kurz was essen, weil ich jetzt wirklich YOLO-mäßig hier gerade die ganze Zeit durchrenne. Oha. Da bin ich ja fast gestorben, ey. Da gab es aber ganz schön Rambazamba hier. Müssen wir uns erstmal hier kurz nochmal was zu essen.
So, siehst du, dann war jetzt zum Beispiel auch ein guter Ort. Der hat mir jetzt erstmal schön 1, 2, 3 Level-Ups da verpasst. Jetzt sind wir nämlich bei Level 84, haben noch knapp 2 Minuten. Jetzt kann ich nämlich nur hoffen, dass ich in den 2 Minuten 15 Levels schaffe. Irgendeine Art und Weise. Wie gesagt, die roten Dinger sind immer sehr nice. Das Schöne ist, dass jetzt am Ende kommen jetzt nur eine Bossgegner, die nur noch rote Orbs fallen lassen. Das könnte mir jetzt eigentlich noch meinen Hintern retten. Oder auch vielleicht nicht. Keine Ahnung, warum lassen die kaum rote Drops in mir fallen? Jetzt kommen die ersten, ja, wunderbar. Level 88, gleich. Ja, das sieht gut aus. Und ihr, das sieht doch, vielleicht schaffen wir es noch innerhalb anderthalb Minuten. Noch roundabout 11 Level. Was man ja auch gerne macht, ist dann eben halt, okay, wir können es ja jetzt mal ausprobieren. Bleiben jetzt mal eine Minute so stehen. Weil wir machen ja gut Damage. Ja, also die Orbs verteilen sich ja dann auch so. Und wenn ich kurz vor 30 irgendwie mich hier so ein bisschen rumbewege, könnte es sein, dass ich Level 100 schaffe. Die Unterschiede sind die verschiedenen Charaktere. Die Charaktere können echt immens großen Unterschied machen. Es gibt zum Beispiel auch einen Charakter, den habe ich noch nicht freigeschaltet, weil ich nicht weiß, wie ich den ganz genau freischalte. Der hat zum Beispiel, wenn der einmal gehittet wird, ist der instant tot. Der hat nur einen HP. Das heißt, einmal ein Hit, vorbei. Da gibt es eben halt, du startest halt mit verschiedenen anderen Waffen und Attributen. Ja, es gibt zum Beispiel auch einen Charakter, der hat standardmäßig bei sich irgendwie drin, dass der, glaube ich, ein Revive von vornherein hat. Und es gibt aber auch Level-Charaktere, die haben das einfach nicht. Also du hast doch normalerweise nicht sowas mit einem Revive gleich von Anfang an. So, wir versuchen jetzt da ganz schnell hinzukommen, dass wir Level 100 kriegen. Es sieht nicht gut aus. Ich sag's wie es ist. Es sieht nicht gut aus, weil ab dem Moment, wo es gleich vorbei ist, ich bin so... Okay, vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Ich habe noch zwei Revives, habe ich noch. Ich habe noch einen. Rechts ist ein roter Orb. Links sehe ich keinen. Scheiße. Wie komme ich hier nach rechts? Hat es gereicht? Jawoll! Das meine ich mit dem Orb. Wenn du den da liegen lässt und allem drum und dran, sammeln sich irgendwann alle XPs da drin, dann wird er rot. Und du kriegst Levels ohne Ende. Also, jetzt war jetzt nicht ohne Ende. Bis Stufe 108 bin ich gekommen. Aber das, was ich schaffen wollte, habe ich geschafft. Voll geil. So, siehst du, jetzt habe ich nämlich Reach Level 100 with Bianca Rumber. Damit haben wir einen Reroll wieder freigeschaltet. Und hier, kurz zu den Charakteren. Guck mal, ich zeig dir das mal kurz. Also, am Anfang hast du halt nicht so wirklich nicht diese Charaktere, wie du sie jetzt hier hast. Die schaltest du nach und nach frei. Du generierst ja auch pro Run, siehst du ja ganz oben in der Mitte, generierst ja auch Gold. Ich habe jetzt zum Beispiel 37.156. Und am Anfang hast du Antonio, glaube ich. Nee, oder doch, Antonio? Ich glaube, du hast Antonio am Anfang. Und umso länger du überlebst und umso mehr du eben halt freischaltest, umso mehr kriegst du die anderen Charaktere. Die sind aber noch nicht komplett freigeschaltet, sondern die sind erstmal da und du musst dir die dann kaufen. Ja, also du gehst dann hier rauf, die sind einfach schwarz hinterlegt, drückst drauf, wenn du genug Coins hast irgendwie, ich glaube, der Charakter hat irgendwie 500 Coins gekostet, dann kannst du das, dann kannst du den freischalten. Und so ähnlich schaltest du eben halt Stück für Stück alle anderen frei. Ja, und musst die dann natürlich auch freikaufen. So, und jeder Charakter hat irgendwie auch seine Eigenheiten. Also, er hat zum Beispiel ja die Whip, also hier die Peitsche. Und du siehst immer auf der linken Seite, also sprich hier, auf meiner Seite hier, da wo ich jetzt sitze,
was seine Attribute sind, ja. Also Max Health 156 mit Recover, Armor, Might Speed und so weiter und so fort. Und bei Revival, siehst du ja, hat er zum Beispiel gar nichts. Und es gibt einen Charakter, ich überlege gerade, wo der ist. Ich geh mal kurz durch, da steht mich bei Revival plus 1, genau, Grochi. Grochi hat von vornherein, ein Leben mehr. Und das, also, ja. Und das Schöne ist, das Spiel an sich ist, glaube ich, nicht wirklich teuer. Ich glaube, das hat 1,95 Euro gekostet. Wenn es hochkommt, 3 Euro. Und dafür, also ich muss gleich mal gucken, wie, warte mal, ich guck mal kurz nebenbei. Wie lange spiele ich das Spiel schon? Weil ich habe jetzt nur angefangen gehabt, die Sachen freizuschalten. Und für 3 Euro, bin ich ehrlich, ich habe über 30 Stunden Spielzeit da drin. Aktuell. 30,5 Stunden. Für 3 Euro. Ich habe andere Spiele hier drauf. Ich guck mal kurz. Ich habe Resident Evil 2 aktuell zum Beispiel. Habe ich ja gespielt für unseren Kanal. Ne? Bin ich ehrlich, Resident Evil 2 durchgespielt. Alles cool. Geiles Game. Ja, brauchen wir, glaube ich, gar nicht rumdiskutieren. Aber da drin habe ich eine Spielzeit von 10 Stunden und 3. 10,3 Stunden. Oh. Ich habe aber für das Game bestimmt mehr als 3 Euro ausgegeben. Ja, einfach mal so zum Vergleich. Ja. Gibt natürlich auch andere Games, also ist ja auch immer von Game zu Game unterschiedlich, ne? Das, was man bevorzugt und so, das spielt man natürlich dann auch gerne öfter und sowas alles. Aber zum Beispiel auch, spiele ich privat, das werdet ihr nie im Stream sehen, und auch nicht auf unserem Kanal oder sonstiges, privat spielen Stevie und ich auch teilweise ab und zu mal Ark Survival Evolved. Ja, finden wir cool. Ja? Dinos tame, Pipapo und allem drum und dran. Und wenn ich da meine Spielzeit schaue, liege ich bei 1300 Stunden. Das Spiel hat an sich auch eine Menge Geld gekostet. Aber es muss nicht mal heißen, dass ein Game viel Geld kosten muss, um lange Spielspaß damit zu haben. Den Spielspaß generiert man sich eigentlich, glaube ich, auch selber so ein bisschen. Jo, aber jetzt habe ich ganz viel geredet, das Spiel vorgestellt, als ob ich es verkaufen wollen würde, wobei ich daran nichts verdiene. Aber das Spiel ist wirklich geil, ich kann es wirklich nur sagen. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Maps, auch die Maps wiederum beispielsweise, haben Unterschiede. Ja? Also du siehst dann auch auf der linken Seite hier wieder über mir, Time Limit 30 Minuten, Clock Speed ist X1, Movement Speed plus 75. So, da hast du hier bei Inlaid Library ist der Movement Speed zum Beispiel bei plus 90. Ja, und Gold Bonus und Luck ist bei 50% und Luck Bonus bei plus 10%. Und so verändert sich das eben halt. Und hier unten, zum Beispiel The Bone Zone, das soll angeblich die schwerste Map sein, 30 Minuten, Clock Speed 1, Movement Speed plus 90, Goldbonus plus 100, weil du kannst nichts anderes finden als Gold in diesen Dropsen. Und no item drops. Genau, steht es extra. No item drops, enemy grow stronger over time. Also, ne, die Gegner werden stärker über die Zeit. Weil normalerweise bei den anderen Maps ist es so, dass die Gegner nur dann stärker werden, wenn du selber levelst. Ja, du könntest auch mit Level 3, 4, 5 die ganze Zeit dann nur Movement machen. Gucken, dass du überlebst. Und die Gegner werden einfach nicht stärker. So, das ist einfach so. So, und irgendwann am Ende, also auch der Endboss wird nicht stärker. Deswegen haben es manche Leute ja anscheinend ja auch geschafft, den Endboss, den Final Boss, nach 30 Minuten, so auszutricksen, dass er geschwächt hinkommt. Du läufst in deine Runde, um die ganzen XPs einzusammeln. Dann kannst du halt deine Waffen maximieren. Und damit kannst du den Gegner, den Endgegner quasi töten. Erstmal. Zumindest im ersten Mal. Aber er spawnt ja wieder. So, er spawnt so lange wieder, bis du wirklich stirbst. Weil irgendwann hat er auch sein Max-Level erreicht und dann ist vorbei. Dann ist Ende. So. Ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Mira Underwood. Ja. Wirklich. Mir macht super viel Spaß. Das soll jetzt aber für den heutigen Stream gewesen sein.